Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Grüß Gott und Buenos Dias, Messias, zusammen zu einer neuen Aufnahmesitzung. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wenn du die letzten Folgen gesehen hast, warum denn neue Aufnahmesitzung? Warum denn nicht einfach weiter? Naja, ihr habt ja mitbekommen, ich sammle hier mal ein paar Sachen ein. Die Zeit kann man ja mal nutzen, ne? Ich muss ja nicht eure Zeit verschwenden. Und auch nicht meine. Ja, also ihr habt ja mitgekriegt, ne? Spielsound war weg. Und altes Phänomen, kennen wir schon. Ich habe nur gedacht, dass es nie wieder stattfinden würde. Und warum hat es stattgefunden? Nun ja, ich kann es mir auch nicht so recht erklären. Ja, es wurde mal wieder das Audio-Interface von meiner Haupt-Soundkarte Focusrite Scarlett, also meiner schönen externen Soundkarte, die ich auch zum Musikmachen nehme und wo diese Kopfhörer hier dranhängen, wurde nicht umgeschaltet auf den Bluetooth-Empfänger, weil den habe ich deaktiviert. Ja, den habe ich extra in der Systemsteuerung deaktiviert. Und nee, auf dieses Gerät eben nicht. Dem Gerät kann halt nicht angesteuert werden. Dafür, ratet mal, nein, könnt ihr gar nicht erraten, mein Bildschirm. Dieser Bildschirm, das muss ich nochmal sagen und das kann ich gar nicht oft genug sagen, hat keine Lautsprecher. Ich hatte nie einen PC-Monitor. Mein letzter Monitor, in dem Lautsprecher drin waren, war mein dedizierter Amiga-Monitor für meinen 1200er. Tja, warum Windows ständig auf die Idee kommt... Ach, sei doch mal ruhig. Warum Windows ständig auf die Idee kommt, meinem Monitor... Es ist ein LG IPS, wird halt mal angezeigt, also beiden Monitoren Audio-Eigenschaften zuzubelegen. Hier können wir später raus, da kommt noch was. Das weiß ich nicht. Und ich hatte eigentlich auch die Treiber, die Audio-Treiber für die Monitore aus der Systemsteuerung entfernt, also nicht nur deaktiviert, sondern komplett entfernt. Warum sind sie wieder da? Ja, das darfst du mich nicht fragen. Ich nehme mal an, ach so, hier ist eine Gewehrfalle. Die hatte ich schon letztes Mal und ich habe es mir nicht gemerkt. Ja, da ist noch eine Gewehrfalle. Ist ja toll. Hast du dir wehgetan? Ja, erstmal reinkommen. Oh, da lag eine Mine mal eben rum. Ich habe sie gar nicht gesehen. Splittermine. Machen wir uns ein Multivider-Splitterminensaft. So, ja, ich darf nicht wieder alles auf einmal erzählen. Ja, ich nehme an, Windows Update hat die Treiber... also die Audiotreiber, die völlig unnötigen Audiotreiber für, ich sag's nochmal, meine Monitore, die keinerlei Audioqualitäten haben, einfach wieder installiert. Tja, da könnt ihr sehen, was Microsoft von euch hält, ne? Das ist der typische Microsoft-Stil. So, halt dein Schnauze, User, wir wissen ganz genau, was für dich richtig ist. Und wenn wir das wieder installieren wollen, dann hast du hier nichts zu sagen. So, ich loote hier einfach mal. Ich weiß jetzt natürlich weiß ich von allem hier. Eine Sache habe ich neu erfahren, aber die erzähle ich euch später, wenn das Ganze... Wir werden hier nämlich ein bisschen Spaß haben gleich. Ja, fragwürdigen Spaß. Ja, dann werde ich euch das erzählen. Ich weiß jetzt eine ganze Menge, auch Sachen, die ich vorher nicht wusste, weil ich nach dieser, seit der letzten Folge, die ihr gesehen habt, habe ich noch mindestens 2-3 Stunden weitergespielt. Ja, aber ich wollte euch das nicht antun, dass ihr diese 2-3 Stunden ohne Game Sound ertragen müsst. Zumal, also es wäre ja durchaus möglich gewesen. Und im Rahmen dessen, weil ich hier echt schon Probleme habe, das gebe ich ehrlich zu, mich zu motivieren für jede neue Aufnahmesitzung an diesem Spiel, das wir jetzt schon fast 600 Folgen lang hier rumzocken. Hätte man das ohne weiteres machen können, aber es waren so viele schöne Gags audiomäßiger Art, also wo NPCs was gesagt haben, wo ich was in Reaktion auf NPCs gesagt habe. Es war so wunderschön. Das hätte ich euch einfach nicht vorenthalten können, meine Lieben. Naja, ich glaube, die Tür musste ich letztes Mal knacken und jetzt habe ich die einfach da durch den... Oder war das nicht so? Oder stand da... Diese Tür wird von einer anderen Stelle aus geöffnet. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist auch schon eine Weile wieder her. Hier, fang.
ich wollte halt euch das Erlebnis, falls vielleicht diese Audiogeschichten wiederkommen, es hätte mir in der Seele, die ich tatsächlich habe, in meinem schwarzen Herzen, hätte es mir wehgetan. Ich habe natürlich ein schwarzes Herz, weil ich Afrikaner bin, eigentlich innerlich. Guck mal. Du bist so blöd, Crossi. Falls mein Bauch heute sehr, sehr knurrt, ich habe ein bisschen Probleme. Darf ich es sagen, ohne dass ich euch nerve? Es hat sich ja noch niemand beschwert irgendwie von wegen, du sollst hier nicht sagen, dass du Depressionen hast und so, ne? Ja. Da unten ist ein Vögelchen. Wir werden mal mit ihm reden und dann werdet ihr auch erfahren, warum er hier ist. Wo ist denn das Vögelchen? Na, wo ist das Vögelchen? Normalerweise steht er hier rum. Ist er da drinnen, da in dem Doktor-Kabuff? Nö, da ist nur jemand, der lange verstorben ist. Ja, warum der verstorben ist, das kann ich mir schon gut vorstellen. Dieser Doktor, ja, der ist nämlich nicht ganz nett. Er macht zwar teilweise einen recht netten Eindruck. Aber ein Buch. Will ich jetzt hier... da ist er ja. Guck mal, da steht der Vogel. Moin, Sir. Hallo. Pinkelton. Wie zum Teufel sind Sie hier reingekommen? Ich glaube, Sie sind gar nicht schlecht, wenn Sie es lebendig bis hierher geschafft haben. So, jetzt sagen Sie mir doch mal, wieso Sie einen alten Mann belästigen, der eindeutig seine Ruhe haben will. Na, schießen Sie schon los. Das können wir machen, kein Problem. Nee, weißt du, wie der eigentlich heißt? Nämlich, wenn man ihn chinesisch ausspricht, dann heißt er so, wie wenn ich hier Tee in die Tasse gieße. Pinkelton. Strull. Heißt eigentlich Herr Strull. Guten Tag, Herr Strull, wie geht's Ihnen denn? Was machen Sie hier im heruntergekommenen Teil des Schiffes? Hier wohne ich. Hier mache ich meine Arbeit. Außerdem ist es sehr weit von Dr. Lee und diesen als Wissenschaftlern verkleideten Affen entfernt. Sie haben meine Verteidigung überwunden. Sie sind also kein Dummkopf. Da Sie mich nicht getötet haben, denke ich, dass das nicht Ihr Ziel ist. Gut, Sie können sich hier aufhalten, wenn Sie dies möchten. Aber fassen Sie bitte nichts an. Das werden wir ja gleich sehen. Das wird nämlich gleich lustig. Glauben Sie, Sie könnten an mir eine Gesichtsrekonstruktion durchführen? Das war nämlich das, der komische Android da oben, den wir jagen sollten, ne? Den wir ausfindig machen sollten. Der ist nämlich hier umoperiert worden. Das ist nämlich die Lore hinter der ganzen Geschichte. Er ist hier der Schönheitschirurg sozusagen. Er sollte vielleicht bei sich selber mal eine Gesichtsstraffung machen. Wäre eigentlich ganz cool. Sicher kann ich das. Ich bin der Einzige im ganzen Ödland, der die Fähigkeiten und den Mut dazu hat, eine Gesichtsrekonstruktion durchzuführen. Da Sie anders als die anderen Waschlappen sind, mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie an sich herumschnippeln lassen wollen, mache ich das für Sie. So kann ich mein Können verfeinern und Sie bekommen den besten Chirurgen. Die Chancen, an einer Infektion zu sterben, beträgt nur etwa 35%. Also, wie möchten Sie denn aussehen? Ach so, ja, hier könnt ihr jetzt mein Aussehen wieder ändern. Nee, das mache ich natürlich nicht. Aber ihr habt ja gesehen, da unten liegen Skelette auf der Bahre, ne? Also an der Infektion sterben, ne? Ist ziemlich easy, wenn da schon seit Jahren Leichen vor sich hin verrotten. Also, ich frage mich, was das für Leute sind, ne? Man könnte die doch rausschaffen. Ich meine hier, da ist ein ganz großes Meer rundherum, ne? Da sind überall Meyer-Lurks, die Hunger haben, ne? Da schmeißt du ganz einfach dann halt den fehlgegangenen, also diesen medizinischen Fehler, den wirfst du da rein. Wo ist das Problem? Skin Resurfacing Unit. Nein, ich sehe gut aus. Findest du nicht? Hallo. Das sieht ja fast aus wie ich, ne? Guck mal. Ja. Guck. So ein bisschen, ne? Ähnlichkeit ist vorhanden, ne? Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Es heißt Geschäfte, Herr Pinkelton. So. Ich nenne diese Folge zu Besuch bei Herrn Pinkelton. Also, ich muss los jetzt, Digga. Seien Sie immer auf der Hut. Da sollte man auf der Hüte sein, würde Fox sagen. Fangen wir erstmal an zu looten, wo er uns nicht auf den Sack geht. Das ist dein Problem, Mädel, dass du jetzt da draußen stehst. Pass auf, die macht gleich die Tür auf und wir werden beim Klauen erwischt. Oh! Er hat uns erwischt! Und passt mal auf, jetzt werdet ihr sehen. Halt! Tastatur. Der ist nämlich unsterblich. Den können wir immer wieder erschießen. Guck mal. Der Pinkelton. Der schießt allerdings auch auf uns.
Macht allerdings nicht besonders viel Schaden. Beinchen? Linkes Bein, Pinkelton, Schwein. Gucken wir, dass sie hier rauskommt. Jetzt flieht er. Okay, den lasse ich erstmal in Ruhe, wenn er mich in Ruhe lässt. Kann ich ihm noch mal eine verpassen? Das ist nämlich lustig Spaß. Guck, der fliegt dann immer so schön wie so eine Puppe durch die Gegend. Hast du die Tür aufgemacht, Mädel? Ach, dann habt du Spaß mit ihm. Ja, wir kriegen hier auch noch schön viel negatives Karma, wenn wir hier klauen. Das ist nämlich das Coole daran. Warum will ich negatives Karma? Ja, ich war ja ein Heiliger, ne? Und jetzt bin ich nur noch ein Sterblicher. Hat die Olle schon wieder die Tür aufgemacht? Ich habe die Tür geschlossen. Der wird uns jetzt jedes Mal angreifen, wenn er sieht, dass wir was klauen. Hier drüben. Und er ist jedes Mal wieder voll. Aber wir können ihn dann wunderbar zu Boden schleudern, den Schurken. Ja, wir klauen hier natürlich alles leer, während er sich total drüber aufregt. Hey, was? Was ist los? Warte mal. Vögelchen. Das geht mal gar nicht. Dass du hier meine Crossi beschießt. Kein Blut sehen, was? Ja, danke, Crossi. Pinkelton ist bewusstlos. Gegner am Boden, das ist gut. Wir klauen hier alles leer und kriegen dabei schön viel negatives Karma. Problem ist nur, wenn wir so weitermachen... Pinky, was machst du denn da oben, Alter? Ach, so viele schöne, einmalige Effekte, die hier passieren. Ja, rasier du ihn mal. Sie hat gesagt, rasieren. Okay, alles klar. Hier ist natürlich noch eine Werkbank. Da müsste ja auch irgendwas sein. Hier, da ist eine Kronkorkenmine. Er glitscht dann mal eben durch die Wand. Herr Crossi, kannst du das lassen? Das macht so viel Spaß. Und sie haut auch noch auf ihn ein. Da! Verdammt! Hörst du auf meine Crossi zu schießen? Pinkelton. Ja, noch einer für die Bruderschaft. Das finde ich gut. Wir klauen hier alles leer. Und jedes Mal, wenn der Typ uns auf den Sack gehen will dafür... Oh, der Bauch knurrt so tierisch. Ja, Entschuldigung, wenn ihr es heute die ganze Zeit hören müsst. Pinky? Pinky? Du bist wie so einer in der Kneipe, der immer wieder aufsteht, obwohl er gerade aufs Maul gekriegt hat. Ja, hau ihn mal. Der kann sowieso nicht sterben. Das ist das Ding. Pinkelton ist bewusstlos. Das ist gut. So gehört sich das. Das ist gut. Das ist gerecht. Und ich trage schon seit einiger Zeit keinen Hut mehr. Das ist schlecht. Ich bin nicht mehr gut ausgeruht. Interessant. Hui. Oh, so viel zu. So viel zu liegen hier. Da ist er ja schon wieder. Er ist wie so eine Zecke am Arsch. Bams. Ja. Nein. hab ich gerade Crossi geschossen aus Versehen? Crossi, hab du mal Spaß mit dem. Nö, dir hilft keiner. Crossi, hab du mal Spaß mit dem. Ich muss hier mal kurz hier aufräumen. Ja. Dann wollen wir mal gleich sehen, nachdem wir hier alles weggelootet haben. Wie viel schlechtes Karma wir dann haben. Das Problem ist, wir können Crossi nicht mehr loswerden. Das ist das Ding. Also Crossi nicht mehr sagen, so von wegen, bleib hier mal stehen. Weil die wird nicht mehr mit uns mitkommen. Weil wir müssen absolut gut sein, um damit sie mit uns reist. Das heißt, ich kann sie nicht mehr irgendwo abstellen. Crossi, wo bist du denn? Ich bin überladen. Komm her, meine Schöne. Wir geben ihr auch heute vielleicht noch ein schönes Outfit. Dein ältester Sears kann mir mal an den Füßen lecken. So. Hauptsächlich die Crafting-Geschichten. Cherry Bomb, glaube ich. Ja, brauchen wir auch noch. Dienstbuch der Elektronik. Meine Güte, wie lange ist das her, dass wir sowas gebraucht haben? Großes Buch der Wissenschaften ebenso. Die Kamera kann sie auch haben.
Star Paladin Cross kann nicht mehr tragen? Why? Kannst eine Kaffeekanne, kannst eine Kampfflinte, ja. Also die kleinen Sachen kann sie noch. Aber keine großen Sachen mehr. Okay, alles klar. Dann versuche ich so viel wie möglich in sie reinzustopfen. Das hört sich falsch an. Ist es auch. Ein Leguan am Stiel. Und eine Löschschlauchspritze. Düse, wie wunderschön. Ja. Jetzt habe ich euch erklärt, wie das mit der Audiogeschichte war. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden, wie es nötig ist. Hier, nimm mal das Psycho, du Psycho. Pümpel kann sie auch schon nicht mehr. Ja, nee, also ich glaube, das war es soweit. Crossi, ich muss dir die schwere Rüstung abnehmen. Ich weiß, die bloß nicht, die Wege teilen sich. Kann ich denn in den Statistiken sehen, wie mein momentaner Rang ist? Status, ja, nö. Special, Fertigkeiten, Extras. Allgemein vielleicht sterblicher, neutral. Ich bin noch neutral, aber sie würde mich jetzt auch nicht mehr begleiten wollen. Nee, wirklich nicht. Es ist so, ich hoffe, ich kriege hier noch alles leer gelootet. Ansonsten müssen wir wiederkommen. Oh, ein Stelzenboy. Ja, ihr seht, also hier ist schon einiges an hochwertigem Loot. Ja, ich kann nicht alles mitnehmen. Weißt du, wir müssen wiederkommen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, das musste ich letztes Mal nicht. Ich glaube, letztes Mal habe ich nicht ganz so viel gelootet. Ein Bier. Ja, nimm mal nochmal 11 Blechdosen weg. Problem ist jetzt, das habe ich schon ausgecheckt. Eben nochmal habe ich den Spielstand geladen. Das hier war übrigens der letzte Spielstand, den ich hatte. Von der ganzen Aufnahme. Ich habe ja bis zum Ende nicht gemerkt. Ich habe ja bis zum Ende nicht gemerkt, dass das Audio-Interface umgestellt war. Ja, jetzt kommt eine ziemlich starke Tür. Ich hoffe, die kriege ich innerhalb halbwegiger Zeit auf. Wir werden hier natürlich noch zu Ende looten, ist klar, ne? So, ne, verschlossen sehr schwer. Ich werde mal einen Schnellspeicherstand machen. Ach, der ist hier, der auf der F5, alles klar. Ja, ist nicht überall in allen Spielen so. So, das ist ein sehr schweres Schloss. Fuck, und es ist sehr schwer, das könnt ihr mir glauben. Ich glaube, ich habe hier letztes Mal ein gefühltes Dutzend Haarklammern dran geschlachtet. Hey, diesmal bin ich gar nicht so schlimm. Ja, letztes Mal war ich auch schon einigermaßen mahüde. Dieses Mal bin ich ja jetzt hier am Anfang der Sitzung und ihr seht, wo wir sind. Wir sind am Wasseraufbereiter. Ach ja, hatte ich schon erzählt in der letzten Folge, warum mein Charakter am Ende einfach nur noch geschlichen ist, obwohl er nicht überladen war. Hatte ich das hier schon rausgefunden, erzählt? Kann ich euch sagen, Caps Lock Taste, die ist übrigens ganz, ganz tricky. Wenn die Caps Lock Taste irgendwie beim Speichern gedrückt ist oder wie auch immer, auf jeden Fall kriegst du es dann hinterher nicht mehr raus und du kommst nie wieder aus dem Schleichenmodus raus. Zumindest kam es mir so vor. So, ich weiß 100%. Was geht's? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir heute noch was kochen. Vielleicht irgendwie eine Gorgonzola-Soße. Ja, wie gesagt, ich habe momentan kleine Appetitprobleme. Ich schlafe nicht sehr gut. Es sind viele seltsame Angelegenheiten momentan. Nein, kein Beziehungsstress, ganz und gar nicht. Da bin ich momentan eher der Stressfaktor. Was soll das denn nun heißen? Ja. Ja, wahrscheinlich, weil du stinkst. So, Ausrüstung tauschen. Komm mal her. Gib mir mal die elektrische Leiter. Gib mir mal das Altmetall. Du hältst jetzt mal die Klappe, Mädel. Das Altmetall bringen wir weg. Die Kamera kannst du mir mal geben. Kronkorkenmine, nein. Lackierpistole, ja. Lunchbox, Löschschlauch, Spritzdüse. Ja, wir könnten eigentlich auch, aber das würde jetzt nichts bringen zu craften. Verstehst du? Gehen Sie vor. Weil wenn ich jetzt crafte, ich kann nichts, momentan sind alle Händler out of cash. Ja, ich habe extra nochmal den Spielstand geladen, bevor ich jetzt hier aufgenommen habe und bin nochmal zu allen Ocken-Providern hingereist.
bis auf die Doktorin in Paradise Falls, die eigentlich auch weg könnte, weil das Ding ist, so viel hat die nicht. So, ich pack das einfach mal alles weg und ja, Altmetall bringen wir vielleicht gleich noch weg. Blechdosen, naja, ich wollte die eigentlich nicht mehr sammeln, aber ich mache es jetzt einfach mal, dass ich die hier reinpacke. So. Nee, hab geladen, bevor ich jetzt hier aufgenommen habe. Und mich vergewissert, nein, niemand hat Ocken. Niemand kann was für uns tun in der Richtung. Und ja, das ist doof. Das ist mal richtig doof. Also wir könnten jetzt richtig viel craften, aber momentan zum Beispiel eine Pümpelkanone. Die Legenden wissen, was ich damit meine. Oh, Sensormodule, 8 Stück. Haben wir die eben gerade gefunden? Das wäre ja geil. So, gib mir Zeit für die Liebe. Ich werde das hier möglichst schnell versuchen abzuhandeln.